Thank you.
Guten Morgen. Morgen. Oh, jetzt sehen die ja meine Unterwäsche. Deine Unterwäsche? Mhm, das ist eine lange Unterhose. Oh nein. Ah, ist ja wie im 18. Jahrhundert. Bedecke ja. Bitte deine Knöchel. Sexy. Ja, sexy. Sehr sexy. Ah. Jetzt sind wir schon fast eine Stunde wach, weil wir hier so wunderbar von den Vögeln geweckt worden sind. Ich glaube nicht, dass die jemals hier so laut waren. Ja, können wir uns nicht dran erinnern. Nee. Machst du? Ich krame, sieht man doch. Hm. Ich höre schon auf. Ja. Kannst du. Ich kram gleich weiter. Kram gleich weiter, genau. Ah, die Sonne geht herrlich da drüben auf. Herrlich. Bing. Aber immerhin noch nicht so gesagt. Bing. Heute Nacht waren die Flugzeuge wohl auch ungewöhnlich laut, fand ich. Die sind gefühlt über uns gedonnert. Richtig nah. Ja, teilweise schon. Sind geflogen. Über den Himmel. Die sind hier nicht über uns hinweg gedonnert. Ja, aber mit dem Antrieb, das ist so laut. Weil es hier so halt so still ist. Mhm. Weil die Nacht war wirklich sehr still. Kein Uhu, kein Reh, nichts. Nicht? Ja, leider nicht. Ne. Wie das so ist, die erste Nacht erstmal lange gebraucht, um wieder einzuschlafen und mit der Hängematte warm zu werden. Weil in der Hängematte warm bin ich relativ schnell geworden, aber so die ganzen Liegepositionen, ach. Ja. Aber hat dann doch geklappt, mit Füße raus aus der Hängematte, schräg liegend, bin ich dann irgendwann eingeschlafen. Das ist schon ein Unterschied, also die Nightcat ist ja echt breit von der Liegefläche her, ne? Die engt einen gar nicht so ein, aber hier in der Hängematte versinkst du direkt so, dann musst du dich ja schräg legen. Nee, ich glaube, ich gehe nur noch mit Nightcat rausschlafen. Ja. Es ist halt, wie es ist. Ja. Kaffee ist auch schon leer. Ich weiß nicht, trinken wir noch einen? Ich weiß nicht, ich rauche jetzt erstmal eine. Jo. Oha. Wer stört am frühen Morgen? So. Bing. Habe ich es gesagt. Jetzt wird abgebaut. Ja, gucken wir mal in 5 Minütchen, würde ich sagen. Ne? Mhm. Und dann sehen wir uns gleich. Genau.
Das war der erste 2023. Ich hoffe, ihr fühltet euch unterhalten mit uns. Hoffentlich, ja. Ja, hoffentlich. Und dann sehen wir uns demnächst wieder mit einem neuen Video. Ja, würde uns freuen. Bis dann. Macht es gut und schönes Wochenende. Ja, tschüss.